Herzlich willkommen beim Vollmondorakel für den Monat April. Diesmal steht der Vollmond im Zeichen der Waage. Und ich habe mir diesmal ein sehr interessantes, aber auch sehr komplexes Legesystem rausgesucht, das Geheimnis der Hohen Priesterin. Lieber Stier, wir werden bei dir so ein bisschen ergründen, was ist das Thema, was ist die Kraft, die dazu höher wird, welche Kraft wird weniger und ob ein Geheimnis bei den Stiergeborenen zu sehen ist. So, als erstes, wie immer, mische ich die Karten einmal in der Hand, um ihnen die Gelegenheit zu geben, rauszufallen. Na, da fällt schon die erste, die ist mir rausgeplumpst, zweite. Ich lege sie schon mal einmal ins Legesystem, nicht, dass ich dann später vergesse, in welcher Reihenfolge sie rausgefallen sind. Nummer 3. 4, 5, 6, 7, 2 brauche ich noch, dann haben wir's. Fallen wirklich sehr peu à peu nur raus. Sie zieren sich ein bisschen. Ich weiß nicht, was mit den Karten los ist, aber es wirkt so ein bisschen, als ob sie so ein bisschen sich zieren und da nicht so Lust haben, rauszufallen. So, jetzt sind wir noch zwei auf dem Boden gesegelt, die nehmen wir jetzt aber hier mit. So. Okay, dann fangen wir mal an. Das Hauptthema. Ich muss mal ganz kurz auf der Kamera schauen, ob man alle Karten sieht. Ja, fast. Okay. So, das Hauptthema ist hier tatsächlich irgendwas im Bereich Beziehungen. Da ist sich hier angenähert worden. Hier, das ist so die typische Karte für, ich habe jemanden getroffen, dem ich sehr am Herzen liege, der mir sehr am Herzen liegt. Vielleicht ist es auch so, ich sag mal, so eine Art hoffnungsvolle Beziehung, so kurz vor, wir werden ein Pärchen. Ne? Hier geht es tatsächlich darum, dass man jemanden trifft, den man mit offenen Armen empfängt. Und hier bei der zweiten Karte, die das aber wiederum kreuzt, ne? Ihr müsst euch das so vorstellen, da geht es tatsächlich darum, dass man sehr enttäuscht wurde von dieser Person, die einem so sehr am Herzen lag. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Natürlich ist das natürlich ein Thema, was wir alle kennen. Aber lieber Stier, das kann sein, dass dich das hier in dieser Zeit, in diesem Energiezeitraum im Moment sehr stark beschäftigt. Ne? Hier haben wir eine ganz klare Enttäuschung. Hier wurde vielleicht auch Vertrauen missbraucht. Das weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass man hier falsche Vorstellungen von der Person hatte. Ne? Aber wie gesagt, da ist auf jeden Fall eine Enttäuschung drin. Und ich möchte jetzt erstmal weiterschauen, was wir noch so sehen. Die Hauptenergie. Oh, sehr schön. Die Hauptenergie ist tatsächlich hier irgendwas aus der Kindheit beziehungsweise irgendwelche Erwartungen. Irgendwelche Prägungen. Wir alle kennen das, ne? Gerade wenn man irgendwie aus einer Scheidungsfamilie kommt, ne? Man hat häufig eher Verlustängste als jemand, der nicht aus einer Scheidungsfamilie kommt. Um es jetzt mal ganz platt auszudrücken, ne? Hier sind ganz starke Verlustängste mit in der Legung drin. Und das ist so ein bisschen die Energie, die das Ganze überschattet. Ne? Vielleicht bist du auch schon mal, hast irgendwie Erfahrungen gemacht in dem Thema, ne? Und hast jetzt das Gefühl, warum passiert mir das schon wieder? Warum enttäuscht der mich schon wieder? Mhm. Okay. Bei der Kraft, die wichtig ist und die mehr wird, ist tatsächlich, ich warte ab und ich schaue mir das erstmal in Ruhe an. Die Kraft, die weniger wird, ist tatsächlich so eine Kraft von wegen, ich verschenke mein Herz nicht mehr so schnell. Ne? Hier haben wir ganz, ganz viele Kelche. Bei dir geht es tatsächlich unbedingt um ein Herzensthema. Ich sag mal auch so um ein Thema, wo du wirklich Herzblut mit reinlegst. Ne? Kelche sind in der Regel, ich sag mal, gefüllt mit Tränen, Blut, Arbeitsschweiß, alles, was man in eine Beziehung investiert. Und Gefühle sind, die fließen. Ne? Und dementsprechend ist das mit dem Kelch assoziiert und du hast wahnsinnig viele Kelche in dieser Legung drin. Hier kommt tatsächlich auch ein bisschen was
was Rationales rein. Ne? Hier ist sehr, sehr viel Gefühl und sehr viel, ich wurde enttäuscht und ne, ganz schwierige Energie und ganz viel, du bist hier ganz viel im Gefühl, aber wenig im rationalen Verstand drin. Das kann natürlich auf der einen Seite sein, dass das irgendwie so wie so ein Reflex ist, weil du den einfach kennst oder weil du generell einfach ein sehr gefühlsfixierter Mensch bist, was ja auch nicht schlimm ist. Das Problem ist aber, du wirst hier immer wieder enttäuscht und das ist so ein bisschen das Thema. Ne? Vielleicht fehlt dir auch so ein bisschen dieser emotionale Abstand, den du da eigentlich brauchen würdest. So, das ist ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ganz, ganz viele Kelche, ganz emotional aufgeladenes Thema und das wird sich tatsächlich bei dir nur langsam auflösen, weil du aus diesem Gefühlsfluss musst du erstmal ausbrechen. Ne? Hier geht es tatsächlich mehr um das Rationale. Nicht sofort dem Menschen vertrauen oder beziehungsweise den sein ganzes Herz schenken, sondern vielleicht auch eher so in die Rationalität reingehen und erstmal sich einen Menschen von außen anschauen, bevor man so viel in Gefühl investiert. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Ich versuche das irgendwie zu beschreiben, was ich für ein inneres Bild habe. Das gelingt mir aber nicht immer. Das bedeutet nicht, dass du voll super gefühlsduselig bist. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist eine sehr gute Eigenschaft, die du da hier hast. Ne? Aber das Problem ist halt, sie bringt dich immer wieder zu dem Punkt, an dem du enttäuscht wirst. Ne? Und auch das ist hier, wie gesagt, ganz prägnant im Thema. Okay. Ja, und hier haben wir wieder eine Münze. Ne? Hier haben wir die 7 Münzen, hier haben wir die 9 Münzen. Und diese Karte steht an der Stelle, was dir eigentlich klar ist. Im Grunde genommen weißt du, wo dein Problem ist. Ne? Du bist da einfach vielleicht auch zu schnell. Zu schnell damit, dein Herz zu verschenken und zu schnell, um Menschen in dein Herz zu lassen. Du assoziierst zu schnell Gefühle mit dem Menschen. Ne? Mit den Münzen haben wir hier sehr rationale Karten. Auch Karten, wo man sagt, okay, ich schaue mir die ganze Nummer erstmal an. Ich schaue mir diesen Mensch an. Ich schaue, wie entwickelt der sich? Wie ist er eigentlich drauf? Wie, in welchen Situationen verhält er sich wie? Bevor ich ihm meine Gefühle irgendwie auf ein Silbertablett präsentiere. Was im Dunkeln liegt, und das ist jetzt hier sehr, sehr interessant. Wir haben hier die Karte der Hohen Priesterin und das Legesystem heißt das Geheimnis der Hohen Priesterin. Hier liegt irgendetwas noch im Verborgenen, beziehungsweise im Dunkeln. Dir ist vielleicht noch nicht so ganz klar, dass Menschen zwei Seiten haben. Das ist so eine typische Karte für, man hat zwei Seiten, eine schwarze Säule und eine weiße Säule und beides gehört zu dem Menschen dazu. Es kann auch einfach sein, dass du hier bei dem Menschen, dem du immer deine Gefühle schenkst oder jemand, also generell Menschen, es muss nicht nur ein Mensch sein, den du da die Gefühle geschenkt hast, sondern dass du generell einfach einen leicht einseitigen Blick auf die Menschen hast, dass du dir denkst, ja, alles klar, ich möchte nur die weiße Seite sehen von Menschen, immer nur die gute Seite. Und sobald die schwarze Seite auftaucht, die dunkle Seite von Menschen, die aber auch dazu gehört, bin ich irgendwie abgeschreckt. So, das ist so ein bisschen das Ding, glaube ich. Vielleicht ist es auch so, hier wird so ein bisschen, ich sag mal, die Karte ist auch eine ganz starke Karte von wegen, ich schaue über den Tellerrand hinaus und schaue auch fern meiner Erwartungen, lerne ich jemanden kennen. Also das heißt, ich möchte nicht nur das sehen, was ich sehen möchte, sondern ich schaue mir diesen Mensch in seiner Gesamtheit an und akzeptiere vielleicht auch erstmal die dunklen Seiten und schaue, ob ich damit umgehen kann und bin nicht sofort verschreckt. Jetzt schauen wir mir auf diese Karte. Das kommt als nächstes, ist die Karte. Und das ist natürlich der König der Kelche. Und da ist natürlich, jetzt haben wir eine Karte, die sehr verheißungsvoll ist. Ne? Was als nächstes kommt, ist der König der Kelche. Das ist tatsächlich vielleicht jemand, der wirklich deine Bedürfnisse erfüllt. Vielleicht ist es auch jemand, den du schon kennengelernt hast oder in der nächsten Zeit kennenlernen wirst. Diese Vollmondenergien sind wahnsinnig prädestiniert, weil dadurch, dass der Vollmond im Sternzeichen Waage steht, sind wir sehr wohlwollend mit den Menschen. Man hat mehr Verständnis, man ist auf Harmonie bedacht. Man strebt nach Harmonie und nach Partnerschaft. Und dementsprechend, diese Energien betreffen uns ja alle, nicht nur Sternzeichen Waage, sondern wir werden quasi von diesen Waage-Energien mitgerissen. Und es kann sein, wenn du dir jemanden schon ausgeguckt hast, der dein Herzensmensch sein soll, dass auch der von diesen Energien mitgeschliffen wird oder mit beeinflusst wird und der dann plötzlich sagt, okay, ich habe doch jetzt irgendwie Lust auf eine Beziehung. Ich möchte dich näher kennenlernen. Ich möchte, dass das zwischen uns funktioniert. Ja, das Geheimnis ist kein Geheimnis, weil es wäre ein Geheimnis, wenn hier eine Karte der großen Arkana liegt.
Ist es aber nicht. Ne? Dementsprechend können wir diese Karte wieder umdrehen und das Geheimnis ist einfach nicht da. So, das ist vielleicht ein bisschen enttäuschend für den einen oder anderen, aber auf der anderen Seite haben wir hier eine ganze Menge über deine Struktur oder deine Erfahrungen, deine Gefühle hier in der Legung erfahren. Und auch sehr schön, dass hier die Hohepriesterin aufgetaucht ist, mit im Legesystem des Geheimnis der Hohepriesterin. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, hier geht es immer wieder um Enttäuschungen bei dir und du musst schauen, wie du damit umgehst. Ich glaube tatsächlich, es kann natürlich sein, dass Menschen dich enttäuscht haben. Ja, auf jeden Fall, das tun Menschen, das ist so. Aber ich glaube, hier geht es bei dir ganz stark um eine Erwartungshaltung, die du ein bisschen verändern solltest, um nicht immer enttäuscht zu werden. Ja, okay, lieber Stier, ich hoffe, das war spannend. Ich bin immer sehr, sehr, sehr interessiert an neuen Legesystemen und probiere sie auch wahnsinnig gerne mit euch aus. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, dass es ein guter und sehr netter, freundlicher König der Kelche ist, der dir da begegnen wird oder begegnet ist. Und bis zum nächsten Mal.